Seit mehr als 40 Jahren gehört Mary Rose in die erste Reihe der deutschen Schlagerköniginnen. Und sie will auch da vorn stehen bleiben. Auf ihrer neuen CD Bis hierhin und weiter fordert sie Frauen auf, sich ihre Lebensträume zu erfüllen. Und sie geht mit gutem Beispiel voran. Der große Moment ist da für Mary Rose. Sie will zum ersten Mal Fallschirm springen. Im Tandem, versteht sich. Jörg Fetterek hat schon mehr als 1000 Anfänger begleitet. Also kein Grund zur Panik. Das wird schon klappen. Ja. Er ist ja, wenn was schief geht, ist er schuld. Ich da hab geht da nichts gar nichts schief. Wir werden nur Spaß haben. Das wird super. Ja? Wir haben tolles Wetter heute. Gut, stimmt. Wenn wir aus 4000 Meter springen, ja, werden so um die 200 Stundenkilometer schnell sein, eine Minute fallen und dann werden wir schön 5 Minuten am Schirm hängen und die alles genießen. Nordsee, Ostsee sehen, ah, wie schön. Die Elbe. Großartig. Ich bin gespannt. Seit 1970 gehört Mary Rose zur deutschen Schlagerelite. Trotzdem ist sie bodenständig geblieben und liebt es auch auf dem aktuellen Album, die kleinen Lebensfreuden zu besingen. Heute mit 62 versucht Mary Rose das Leben zu genießen und auch mal etwas zu riskieren. Letzte Vorbereitungen vor dem großen Sprung. Na wunderbar, das ist doch mal kleidsam, oder? 20 Minuten dauern Einweisung und letzte Gurtprüfung. Das habe ich sehr gern. Männer, die knien, finde ich gut. So, jetzt machen wir mal. Mary Rose ist das Lachen noch nicht vergangen. Heute flirtet sie selbstbewusst. Das war nicht immer so. Ich war ein ganz schüchternes Kind. Und ich hatte eigentlich immer Probleme. Ich habe immer alles überlegt, was ich mache, was ich sage, was ich tue. Und heute ist nur noch Bauch da, also weniger Kopf. Und meine Kollegen sagen immer, ja, aber hast du da keine? Ich sag, blamieren? Ja gut, dann wenn ich mich blamiere, blamiere ich mich. Aber ich lache auch. Ich kann gut über mich lachen. Endlich, die Cessna ist bereit. Allerdings wartet Mary Rose noch auf den ganz großen Adrenalinkick. Also ich bin noch nicht nervös, so eine leichte Unruhe. Die Cessna hebt ab. Mary Rose sitzt entspannt im Schoß ihres Tandem-Masters Jörg Fetterek. Jetzt gibt es für sie kein Zurück mehr. In 4000 Metern Höhe, der Sprung aus dem Flugzeug. In wenigen Sekunden geht's von 0 auf 200 Stundenkilometer. Dazu ein atemberaubender Ausblick, bevor sich nach 50 Sekunden freiem Fall der rettende Schirm öffnet. Bereit zur Landung. Ich habe gedacht, dass ich Angst habe. Und ich habe auch gedacht, dass ich schon im Flieger Angst hatte. Aber ich hatte überhaupt keine Angst. Und das ist für mich die schönste Erkenntnis. Es kann mir ja nichts mehr passieren. Ich bin ja sogar schon mal vom Himmel gefallen. Ja, genau. Du bist ja gerade eben da oben. Und 4 Kilometer. Ich glaube, wenn man jung ist, hat man viel Ängste. Und wenn man älter wird, ist das Positive, dass man nicht mehr so viele Ängste hat. Für Mary Rose war die Zeit reif, sich einen ganz großen Lebenstraum zu erfüllen. Sie ist jetzt sogar geprüfte Tandem-Skydiverin mit ordentlicher Urkunde. Vielen Dank, war wirklich ein Erlebnis. War meine Freude. Oh, guck mal hier. Genau. Die Heldin des Tages. Mary Rose möchte auf jeden Fall weiter Fallschirm springen. Hoch hinaus wollte sie ja schon immer.